Jo Leute und willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, weiter geht es. Wie heftig war die letzte Folge bitte? Unser Hund ist tot. Nicht sehen. Wartet. Unser Vater ist tot. Oh Mann. Jetzt haben wir nur noch unsere Mutter. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Feiglinge. Ach, hör auf. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Aber Robert der Ruhm. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Obwohl wir für eine edle Sache kämpfen. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Dieses Geräusch. So. Gut, das gehen wir. Von da drüben. Locker easy peasy. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Gehen wir. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig, man weiß ja nie. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Gute Neuigkeiten. Nein, Amicia, deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Hey, hier! Führt euch nicht vom Fleck! Oh, fuck. Scheiße. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Mann. So. Das Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Jetzt aber. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Wartet. Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Ey, was geht hier ab, ey? Kommt mit.
Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Geburt. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein- und aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Folge mir. Leise. Ja. Hopp, so geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Komm, dreh dich um. So. Okay. So. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was war denn ich da? Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Hey, stehen bleiben! Bleib stehen! Scheiße! Scheiße, Mann. Fuck. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Scheiße. Was soll diese Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gemacht. Da ist nichts. Das geht doch. Hier lang. Puh. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Nein, überlass das mir. Deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Na gut. Zur Hölle war das? Geh schon. Na los. Jetzt. Puh. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Oh, geschafft. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell.
komm. Alicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heißt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Gott, ich brauch dich, ich brauch dich. Schnell jetzt, folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Oh, fuck. Jetzt ist die Mutter auch noch tot. Hugo, komm mit. Schnell. Tötet die Schwester, die Alter Schwede, was geht hier ab, was Alter? Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Die Erde steht. Der Boden bewegt sich. Lauf weiter. Sie sind direkt hinter uns. Sie sind hier. Geradeaus. Weiter, geradeaus. Aber wo laufen wir hin? Oh, Mama, was ist denn? Lauf einfach weiter. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen. Das geht nicht. Sie dürfen uns nicht schnappen. Alter Schwede, Mann. Wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. In der letzten Folge der Vater gestorben, der Hund und jetzt die Mutter. Kapitel 2, die Fremden. Alter, was geht hier ab, verdammte Kacke? Und was ist mit Hugo los? Hugo, was ist mit ihm los? What the fuck, man? Was geht hier ab? Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Alter Schwede, Mann. Suche Hilfe. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Alter Verwalter. Wo sind denn nur alle? Nix irgendwie Sammelmäßiges. Oh, was haben wir denn hier? Ein Amulett. Oh, Mama hat mir mal eins geschenkt. Amulette und Talisman. Das muss Amulett. Jemand verloren haben. Wir sollten es mitnehmen. Es könnte nützlich sein. Es wird uns beschützen. Okay. Cool. Sehr, sehr cool. Ui, Pferdi. Ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Na du. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger.
Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Naja, wenn man Hunger hat, hat man halt Hunger, ne? Amicia? Mensch. Wenn der kleine Hugo Hunger hat, dann lasst ihn essen. Aber, ne. Die Äpfel sehen nicht so gut aus. Dann lieber doch nicht. Rauch, da müssen eine Menge Leute sein. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Was geht mit den Leuten ab hier? Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Deruhn wurde angegriffen. Hallo. Ich flehe bitte euch an. Auf. Bitte helft uns. Nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Bitte, so helft uns doch! Geht weg! Ihr seid hier nicht willkommen! Aber ich bin die Tochter eures Herrn! Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg! Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Alter Verwalter. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Wir müssen ey, was geht Amicia. Hier ab, Alter? Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Nur warten, bis warte! Dann, hä? Was ist das? Was soll dieser Lärm? Komm. Sch, sch. Fast geschafft. Dem haben wir es gezeigt. Ah, nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm,
Lauf so schnell du kannst! Da! Die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Ja. So. Gut, jetzt können wir raufklettern. Komm, kletter hoch. Ja. Sehr schön. Hier sind überall Steine, die ich nicht aufsammeln kann. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? So. Hilf mir beim Schieben! Ja. Und Tochter. Kletter hoch, ich helfe dir. Na gut. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. So. Na los, komm schon. Hier. Gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind Sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren Sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken. Die kommen hier nicht lebend raus. Alter. Komm schon. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen und währenddessen soll ich den denn jetzt hier wegkriegen? So. Was zum Teufel war das für ein Geräusch?
Na komm, lauf. Nein, nicht schon wieder. Hier. Oh mein Gott. Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab... Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch! Komm schon! Ich kann nicht mehr, Mietje. Bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Alter. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Shh. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Alter Verwalter. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ey, dieser Junge. Weihrauch. Derselbe, den Mutter immer verwendet hat. Der Junge geht mir jetzt schon auf den Sack. Mutter ist tot. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor, Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche, aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern okay. Das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Ja, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit A Plague Tale Innocence. Ey, was geht hier ab, Alter? Holy shit. Jetzt ist die Mutter auch noch tot. Alter Verwalter. Freunde, wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Aktiviert die Glocke. Und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu
A Plague Tale Innocence. Haut rein. Zockerboy. Game over. Ciao.